Dann mal los, Bus-Time. Oh, ich bin so aufgeregt. Vor allem der Zug, er sieht so genial aus, wie wir hier damit rumrasen. Es ist genial und es ist genial. Oh, die Kamera schwenkt. Schön. Ach ja. Vor allem, worauf wir jetzt hier laufen, es ist genial. Total. Ich finde aber schön, dass es hier nicht ganz so viel... Also einerseits finde ich es cool und einerseits finde ich es nicht so toll, dass es hier nicht so viele Endgegner gab. Es war in Alice 1 war es zu viel, aber hier ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Oh, das sieht total nach Endgegner aus, ja. Definitiv. Okay. Ach, das sollten die ganze Zeit diese Hände bedeuten, ne? Die Hände da. Oh, das ist... Ja, natürlich. Soll ich den denn besiegen? Ich visiere die Hand an. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Ah, okay, Moment. Ich kann bestimmt, wenn die Puppengesichter weiß sind, kann ich die verletzen. Oder auch nicht. Vielleicht mit... Nee, ich kann ihn nicht verletzen. Doch. Oder? Also wenn sie schwarz sind, ganz sicher nicht. Aber wenn sie weiß sind... Doch, doch, es geht. Okay. Ja, ja, also das sollten die ganze Zeit diese Hände bedeuten. Ah, Nummer 2, ne? Die Hände, das ist so dermaßen krank. So. Au. Ja, au. Warum, wie siehst du das denn nicht an, Alice? Ja, ich bin hier gerade extrem still. Aber der Endgegner ist, ja, es war wirklich Bambi, ne? Sowohl in Realität auch im, als auch im Wunderland. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den in der Realität nochmal besiegen müssen. Weil in der Realität existiert der ja noch. Oh, what the fuck? Weg da, Alice. Das ist ja total krank. Okay. Na gut, jetzt ist sie wieder schwarz. Da können wir es sowieso vergessen. Aber coole Idee, die Hände erst besiegen zu müssen. Vor allem auch, dass die Hände nicht wirklich zu seinem Körper gehören, sondern... Au, was war das? Warum... Ja. Ich bin echt gespannt, wie lange dieser Endgegner dauert. Er kann ja nicht so lange dauern, weil zur Hälfte haben wir ihn ja, glaube ich, mit den Händen. Weil wenn er nicht so lange dauert, schneide ich ihn wirklich zu dem anderen Video. Aber ich wollte halt nicht, dass das andere Video jetzt 2-3 Stunden geht. Wenn der jetzt wirklich so lange dauert. Also 40 Minuten gehe ich gerne mit, aber eine Stunde ist dann schon ein bisschen viel, weil irgendwie... Eine Stunde für ein Video dann von Alice, das guckt sich doch keiner an, wisst ihr, das ist blöd. Also Überlänge ja fürs Ende, aber als so lange ist dann auch ein bisschen blöd. Ich krieg schon nie hin. Das wird ich nie hinkriegen, der macht das so schnell, das ist dann so schnell wieder schwarz. Ich dachte noch gerade, die erste Hand, die war übelst einfach und... ja... So viel zum Thema einfach, ne? Ach, der eine abgesäbelte Finger, es ist so widerlich. Vor allen Dingen auch die Hände, also die Fingernägel. Ach ja. So, langsam könnte ich ihm... Jetzt. Komm, Alice, du hast es doch gleich, nicht gegen die Säule laufen. Haben wir es geschafft? Ist da jetzt noch so ein Ding dran? Nee. Schön, okay, die beiden Puppengesichter sind ab, aber besiegt es ja trotzdem nicht. Ja, ist ja irgendwie auch logisch. Wieso sollte er jetzt schon besiegt sein?
Er hat jetzt so ein riesiges Loch in der Hand. Das ist eklig. Ja. Wo ist die Hand jetzt hin? Ach so, die hat er jetzt wieder hochgenommen. Okay. Okay, die Hände kommen jetzt zur gleichen Zeit. Ja, ja. Ich weiß noch nicht genau, wie ich bei dem vorgehen soll. Vor allen Dingen, was ich jetzt angreifen soll. Die Hände sind ja mehr oder weniger besiegt. Der blockt ja auch nur. Okay. Ich denke, ich weiche erstmal einfach aus. Das klappt schon. Das ist aber auch fies, so beide Hände hier zu haben. Ich hätte mir hier, es gibt ja hier 6 Welten. Es wäre vielleicht schön gewesen, wenn in jeder Welt dann einer, der nicht so schwer ist, wäre. Weil irgendwie habe ich die hier doch trotzdem vermisst. Es sah manchmal nach Endgegner aus, aber es gab dann keine. Irgendwie. Die Herzkönigin hätte man vielleicht auch als Endgegner nutzen können. Hä? Was jetzt? Ah, das können wir bestimmt... Ja, ja, ja. Komm, schneller. Okay, das lief nicht so gut. Ich denke, da hätten wir mehr machen können. Die Herzkönigin hätte zum Beispiel auch ein Endgegner sein können. Dass wir die erst zum Reden bringen müssen. Oh. Mist. Das ist nicht so gut. Wir haben auch fast keine Energie mehr. Alice... Das sieht nicht so gut aus, toll. Ja, und ich dachte gerade eben noch, der wäre leicht. Wir weichen einfach aus, das klappt schon. Wir gehen hier einfach im Kreis, das passt. Das passt, das wird gut. Da sehe ich überhaupt keine Zweifel. Wir haben auch nur noch 2 Rosen. Ah, Moment, wir können gleich wieder angreifen, denke ich mal. Jetzt. Alice? Sind wir gestorben? Oh. Ja, da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst. Toll. Na klar, weil wir fortfahren. Ja, ich habe nicht gedacht, dass das jetzt so schwer geht. Ach, der hat aber zwischendurch gespeichert, ne? Weil die Hände sind jetzt kaputt, oder? Ja, die sind kaputt. Schön, dass er... Ja, das ist toll, dass er gespeichert hat. Müssen wir nicht alles nochmal machen, weil es hat auch echt... Wenn man das wiederholt immer machen müsste, würde es echt lange dauern, denke ich mal. Aber wie geil das auch mit den Händen ist. Also die Vorstellung einfach, dass Alice so mit den Händen angefasst werden könnte, ist widerlich. Aber es passt natürlich wieder im Sinne von Anfassen, Vergewaltigung, au. Es ist ja nicht nur ein Vergewaltiger, sondern auch diese Kinder in dem Irrenhaus, was wir gesehen haben. Der zwingt die ja zur Prostitution oder zeigt ihnen den Weg, dass sie mehr Prostituierte werden oder sowas. Diese Kinder, die wir ganz am Anfang sehen konnten, die uns ja sehr unfreundlich erschienen. Das waren dann wahrscheinlich auch die Kinder, die wir hier getroffen hatten. Ich hatte ja schon gesagt, dass sie mich an die Kinder in der Irrenanstalt erinnern. Ja, und Alice hat es ja mitbekommen, dass er diese Kinder zur Prostitution, also dass er diese Kinder zu Prostituierten gemacht hatte und dass er sie wahrscheinlich auch vergewaltigt hat. Aber das hatte sie ja auch gesagt, glaube ich, dass sie das wusste. Mein Mentor ist ein widerlicher Zuhälter. Genau, sie wusste es. Sie hat es nur mehr oder weniger verdrängt, vergessen. Wie auch immer. Oder nicht so mitbekommen, dass sie was dagegen tun konnte. Sie ist auch nicht dagegen vorgegangen. Obwohl es halt auch irgendwie... Das hatte ja auch die Raupe gesagt. Das haben wir ja ganz am Zugende hier irgendwie mitbekommen. So, vielleicht kriegt mir das... Ja. Mist. Ich sollte vielleicht... Okay, Hysterie. Und jetzt killen wir mal die Dingens da. Ich brauche nämlich Leben. Ich brauche Leben. Rose. Ja, toll. Als würde das nur so wenig bringen. So, nochmal. Komm, wir sehen den doch an.
Ja, ist klar. Ich wollte ihn gerade... Das ist doch nicht dein Ernst. Bin ich denn wirklich so fucking schlecht in dem Spiel, dass ich es nicht hinkriege, den so normal zu besiegen? Ja, ich denke, dann wird es eine Extra-Folge sein. Ihr werdet sehen, wie ich das gemacht habe. Aber ich denke, wenn ich jetzt schon so verkacke... wird es eine Extra-Folge. Ja, wir können ja einfach mal ein bisschen chillen, weil irgendwie passiert hier gerade wieder nichts. Gucken wir uns Alice an. Sie guckt schon sehr hübsch irgendwie, also sehr hysterisch. Ja, okay. Ich sollte mich vielleicht doch mehr auf den Kampf konzentrieren, weil irgendwie... was funktioniert auch nicht. Es ist blöd. Vor allem, wie er auch lacht. Der Angus Bambi. Ja, ja, ich weiß auch gerade gar nicht, was ich erzählen sollte. Also ich hoffe, wir werden ihn nochmal in der Realität dann irgendwie ein bisschen wehtun können. Ja, es klingt hart, aber es ist so. Weil das war ja wirklich der... Das war einer der schlimmsten Menschen, nicht der schlimmsten Menschen, aber einer der kränksten Menschen, die ich jetzt in irgendwelchen PC-Spielen hier so mitbekommen hatte. Klar, es gibt viele Menschen, die hier in PC-Spielen krank sind auf irgendeine Art. Cool, wir sind aus der Hand entglitten. So, du bist tot. Ja, oder auch nicht. Rose einsammeln. So, jetzt. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Leben. Und der Typ... Okay, der Typ hängt seine Zunge raus. Es ist schön. Es ist so widerlich, dass... Vielleicht war mir das Ganze mit der Pfeffermühle. Ah, ist nur noch ein Gesicht dran, ne? Haben wir es geschafft? Nee, sieht nicht so aus, ne? Oh, 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 oh. Wir scheinen aber... Ja, zu früh gefreut. Wir scheinen ganz nah dran gewesen zu sein. Ich hatte irgendwie gerade das Gefühl, dass da irgendwie ein Bug war, weil er ist irgendwie durch die Säule gegangen und dann war er irgendwie ganz komisch jetzt gerade eben. Ja, ja, ja. Wir haben es kapiert, er wird sauer, weil er seine tollen Puppenhände nicht mehr hat. Toll. Also offscreen werde ich ihn auf jeden Fall nicht machen. Wenn ich jetzt hier auch 3 Stunden daran brauche, dann werde ich ihn da auch 3 Stunden lang... Au. Ich kann vor dem dann auch nicht mehr ausweichen, wenn er mich einmal hat, ne? Das ist blöd. Also ich werde hier, auch wenn es 3 Stunden dauert, dann werde ich den 3 Stunden lang spielen. Weil offscreen will ich den eigentlich nicht machen. Weil das ist ja eigentlich das, was zum Let's Play direkt dazu gehört. Ich bin eher auch sowieso nicht der Fan von Offscreen-Spielen. Auch wenn ich bei anderen gucke, ich mag das nicht, wenn die dann Offscreen irgendwas machen. Und dann wieder einsteigen und dann sagen, ja, ich habe jetzt das und das gemacht. Ich möchte es eigentlich alles lieber sehen. So. Okay, der fasst jetzt langsam an, dann kommt jetzt bestimmt gleich die Zunge runter. Hoffe ich einfach mal. Eine Hände hat schwarze Nägel, die andere rote. Das ist ja auch mal was Interessantes. So, jetzt... Warum siehst du das denn nicht an, Alice? Okay, Alice, mach die kaputt. Mist, ich bin einfach zu blöd dann, weil sie so komisch anvisiert irgendwie. Und das mit dem Anvisieren ist nicht so meins. Das... Ja, natürlich. So. Jetzt aber Hysterie. Ich glaube... Das wird wieder nichts. Visier doch einfach an, Alice. Das wäre sehr schön. Sie visiert immer die Falschen an. Immerhin. Aha. Das mit dem Anvisieren ist nicht so meins, ne? Das ist blöd. Ja. Ich kann es wieder vergessen. Das mit dem Ausweichen sowieso nicht. Es ist auch doof, dass ich jetzt hier irgendwie so nur zur Hälfte Leben habe, ne? Ich habe da nur zur Hälfte, ne? Nee, ich sehe es gerade nicht. Immer wenn ich die Lebensanzeige sehen will, sehe ich sie nicht. Das ist auch schön. Okay,
Jetzt warten wieder eine halbe Ewigkeit, bis der sich mal dazu entschließt, anzugreifen. Ach ja, ich möchte nicht wissen, wie lange es schon dauert. Ach ja, die Endbosse immer in Spielen. Wenn ich die nicht hinkriege, sind sie dann so verhasst, aber eigentlich ein Spiel ohne Endboss finde ich dann noch irgendwie nicht unbedingt schlecht, aber okay, die nützt bei dem überhaupt nichts bei der Hand. Ich finde ein Spiel ohne Endboss nicht unbedingt schlecht, aber irgendwie nicht beendet oder so, keine Ahnung. Das ist ganz komisch. So, Hand, würdest du dich dazu entschließen, jetzt hier mal hinzugehen? Ah, nicht so langsam, das kannst du auch schneller. Jetzt. Ich hoffe, diesmal wird's was. Okay, wir haben's. So, so, jetzt probiere ich die mal umzubringen. Und zwar richtig. Warum visiert sie denn nie an? Ich drücke auf Anvisieren und sie geht raus. Warum? So, anvisieren. Nicht das. Nicht das. Diese blöden Verfälle, ey. Da waren wir die Ersten um einiges lieber. Komm, ey, ja, nochmal. Und ich dachte noch so, es wird vielleicht 20 Minuten dauern. Nee, sicher nicht. Es ist ja auch langweilig für euch dann zuzugucken. So, jetzt braucht er wieder eine halbe Ewigkeit, bis er angreift. Ja, vielleicht klappt es mit der Attacke besser. Oder auch nicht. Da springen wir direkt in die Hand rein, natürlich. Zur Not stelle ich das Ganze auch auf leichter noch, aber ich möchte es eigentlich auf normal schaffen. So, jetzt kommt die Handattacke wieder. Ja, ja. Die Handattacken sind ja nicht wirklich das Schlimme. Das Schlimme ist ja diese blöden Verfälle da. So. Okay. Anvisieren. Nochmal. Warum hängt er eigentlich seine Zunge raus? So mal ganz ehrlich. Wenn er nicht verletzt werden will. Das würde ich nicht machen. Ich würde nicht mein gebrochenes Bein raushängen, wenn ich nicht verletzt werden wollte. Es ist ja irgendwie seine eigene Schuld, ne? Ja, ja, ja. Komm, Hysterie wird sowieso nichts bringen. Diese blöden Verfälle, ey, das ist so nervig. Das werde ich wieder nicht schaffen. Ja, seht ihr, das ist blöd. Warum ich jetzt gestorben bin, weiß ich zwar nicht. Ich muss die besiegen, weil anders schaffe ich es nicht. Bloß dann musst du gleichzeitig auf 3 aufpassen. Alice visiert nicht richtig an. Und es ist einfach nur doof. Ich war ja sowieso noch nie der richtige Kampffreak in dem Spiel. Oder in anderen Spielen. Aber es ist doof. Da ist The Last of Us sogar noch leichter. Und das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. So. Ja. Bei The Last of Us gab es, glaube ich, auch gar keinen Endgegner. Kann es sein? Wobei dich da sagt, dass das auch eine abgeschlossene Story. Ah, dann war die Aussage von vorhin vielleicht ein bisschen anders gesagt. Also ich finde, Endgegner im Spiel passen einfach rein, aber ich finde es einfach cool, wenn es einen gibt, wenn es einen Widersacher gibt, der dich die ganze Zeit schon tyranniert. Tyranniert ist auch ein schönes Wort, ich weiß nicht, ob es das gibt. Und der dann dafür stirbt oder irgendwie leidet oder was weiß ich. Und darauf kommt es dann aber auch an, welchen Grund es ist. Welcher Grund. Ja, ja, ja. Zeig dein Gesicht nicht. So, warum geht der Erste nicht down? So, der Erste ist down.
Der zweite, glaube ich, auch. Okay, wir sehen mal den dritten an. Wir könnten es schaffen, das sieht gut aus. Ja, 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 das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt darfst du ausvisieren. Ist auch ein schönes Wort. Okay, weg da. Die Hand greift an. Es sieht so witzig aus, wie die angreift irgendwie. So. Jetzt warten wir hier auf die Zunge. Ja, ja, es müsste gleich losgehen. Wie langsam die Hand ist. Kann es auch mal ein bisschen schneller sein. Okay. Okay, wir machen das mal mit der Pfeffermühle. Ich glaube, das klappt besser. Ach, da kann er mit spucken mit dem Zeug. Mist. Ich will nicht im letzten Moment noch sterben. Komm, das letzte Gesicht noch. Ja, 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 haben wir es, haben wir es, haben wir es. Wir haben es. Wie genial, wir haben es. Was für ein Battle. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Schön. Jetzt kommt bestimmt eine Cutscene. Oder? Mit dem echten? Nee. Ich bring dich in den Knast. Und da wird dich irgend so ein tummer Schläger zu seinem Schatz machen. Und dann wirst du hängen. Wirklich? Eine hysterische Frau, Ex-Irre, brüllt unglaubliche Anschuldigungen gegen einen respektierten Sozialarchitekten und Wissenschaftler. Mein Gott, Alice, wem würdest du glauben? Ich kann es ja selbst kaum glauben. Du monströse Kreatur! Solche Bosheit wird bestraft! Von wem? Von was? Psychotische, blöde Kuh. Dein Wahnsinn wird bestraft werden. Jetzt geh. Ich erwarte deinen Ersatz. Ja, Mist, der angeschlagene Bildschirm ist hier jetzt natürlich nicht so praktisch. Ich hätte gerne einen hübscheren gehabt. Jetzt sind wir hier wieder in dieser Wunderland London-Welt oder Oxford-Welt oder was weiß ich. In diesen beiden zusammengemischt. Okay. Houndstitch Home. Rettungshaus für... Alice, wir können nicht wieder heim. Keine große Überraschung. Nur wenige finden den Weg. Die meisten merken es nicht, wenn sie es tun. Illusionen sind hartnäckig. Nur Barbaren betrachten das Ertragen von Schmerz als Maßstab des eigenen Werts. Schmerz zu vergessen ist bequem. Ihn zu erinnern ist qualvoll. Aber für die Wahrheit lohnt sich das Leiden. Und unser Wunderland, obgleich beschädigt, ist in unserer Erinnerung sicher. Einstweilen. Ja, das war Alice Madness Returns. Mega episches Ende. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das hier so spinnt oder... Ja, während des Abspanns kann ich einfach noch was zu dem Spiel sagen, wie das eigentlich jeder Let's Player so normal tut. Dafür ist der Abspann ja auch eigentlich da. Grundsätzlich jetzt erstmal ein mega geiles Spiel. Es ist, auch das Ende war unheimlich episch, wobei ich sagen muss, also es war schon sehr psychotisch. Dass der Doktor sie auch mit dem Schlüssel ihrer Schwester
hypnotisiert hat. Das ist echt krank. Was ich jetzt zum Ende sagen kann, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist es ein trauriges Ende, oder? Also ich meine, wenn Alice jetzt, sie kommt nicht mehr in die, sie kommt weder ins Wunderland noch in die Realität. Also es ist irgendwie jetzt in so einer Zwischenwelt, ne? Und die anderen auch. Also auf jeden Fall kommt sie nicht mehr zurück in die Realität. Ist das denn, das ist doch eigentlich schlecht, denn sie ist jetzt mehr oder weniger, ist doch eigentlich so, so, tot ist sie nicht, sonst wäre nichts. Aber Koma könnte man vielleicht sagen, weil sie kommt ja nicht in die Realität zurück und ist im Wunderland irgendwie mehr oder weniger gefangen. Das ist natürlich nicht so schön für sie. Vielleicht habe ich das auch komplett falsch verstanden, aber es ist doch eigentlich, sie kommt nicht zurück, wie die Katze es gesagt hatte, und sie kommt eigentlich nirgendwo hin. Und das ist natürlich jetzt nicht so toll. Aber die Hauptaufgabe war ja geschafft, diesen Doktor zu töten. Diesen Doktor, also ihren Wunderland-Widersacher, einfach herauszufinden und dann was gegen ihn zu unternehmen. Haben wir geschafft, wobei es halt das Ende ist, glaube ich, weder gut noch wirklich schlecht. Also eher schlecht, weil sie kommt ja nicht zurück. Das ist natürlich jetzt nicht so schön für Alice, aber trotzdem mega episches Ende. Vor allen Dingen auch der Endboss, es war cool. Vor allen Dingen, dass man auch wahrscheinlich den Doktor nie so mit Vergewaltigung in Zusammenhang gebracht hätte. Allgemein Alice im Wunderland hätte nie irgendwas mit Vergewaltigung zu tun gehabt, wenn man das Spiel nicht kennt. Es ist einfach eine schöne, verdrehte Art von Alice im Wunderland. Und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich, wenn man Märchen ein bisschen anders erzählt, ein bisschen auch auf Grusel gemacht. Also ich fand das Spiel auch zwischendurch ein bisschen eklig, sage ich mal. Es gab eklige Stellen, wobei ich da auch wesentlich Schlimmeres kenne, aber manche Stellen waren dann halt auch wirklich, die 16 berechtigt jetzt auch nicht wirklich, aber es war halt schon ein bisschen anspruchsvoller für die Nerven zwischendurch. Was ich auch ganz cool fand, waren diese Secrets, also die Erinnerungen, die man finden konnte. Ja, das fand ich auch definitiv cool, dass man nicht alles findet und dass das Spiel dann auch wahrscheinlich nochmal so einen nochmal spielen Potenzial hat. Also, dass man es zweimal spielen kann, um einfach nochmal alle Erinnerungen zu sammeln. Und ja, das war einfach auch gar nicht so schlimm. Also ich fand es eigentlich ganz cool mit den versteckten Sachen. Wie gesagt, ich werde dazu nochmal ein Special machen, wo ich zeige, wo diese ganzen versteckten Sachen sind und was es ist und was man für die ganzen Flaschen bekommt. Und ja. Außerdem wollte ich noch das Special machen, wo ich diese Vorgeschichte vorlese, glaube ich. Wenn ich das noch nicht gemacht habe. Ich glaube, ich hatte es noch nicht gemacht. Wenn doch, dann gucke ich da nochmal nach. Aber ich glaube, ich hatte es noch nicht und deswegen werde ich das nochmal vorlesen. Und ja, ansonsten zeige ich euch diese Bonusinhalte und ja, ich hoffe, euch hat das Spiel bzw. das Let's Play gefallen. Ich fand es einfach für ein erstes Let's Play relativ geeignet, da man einfach viel dazu erzählen konnte, viel Sachen analysieren konnte, da, durch diese psychologischen Firlefanz da, durch diese ganzen Erinnerungen. Und man konnte einfach gut dazu quatschen. Und auch, ich finde, man konnte mit Alice teilweise auch sehr gut mitfiebern mit den anderen Leuten. Ja, abschließend kann ich einfach nur sagen, es ist krank, was sie mit ihr gemacht haben. Und wird auch immer krank bleiben. Das Ende ist halt, wie gesagt, nicht so gut ausgefallen. Ich denke, Alice ist ins Koma gefallen oder irgendwie sowas, weil anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wieso sie nicht mehr zurückkommen würde. Sie ist einfach in den Wahnsinn verfallen, dass sie weder Realität noch Wunderland irgendwie jetzt auseinanderhalten kann und in so einer Zwischenwelt gelandet ist. Ja, es ist einfach nicht so schön. Was mit den ganzen anderen Leuten passiert ist, also mit der Nanny, mit dem Anwalt, mit der Schwester Whitless, das kann ich eigentlich gar nicht so beurteilen, weil irgendwie hat man sie nicht gesehen. Also Schwester Whitless war dann ganz plötzlich so einem Monster geworden, danach war sie nicht mehr da. Dann war dieser Anwalt, der war ganz plötzlich weg. Was mit denen passiert ist, weiß ich nicht. Ich fände es einfach cool, wenn das noch eingebaut wäre, dass man wüsste, was mit denen passiert ist. Aber ja, so ist das jetzt halt, ne? Und ja. Ich würde mich fragen, ob dieser Abspann jetzt zu Ende ist. Vor allen Dingen, warum geht er denn so... Der geht irgendwie so hackend durchs Bild. Ich weiß nicht, das seht ihr bestimmt auch, aber der hackt so durch das Bild. Ne?
So, wie lange ich für den Endgegner gebraucht habe, kann ich euch leider nicht sagen. Ob ich es zusammenschneiden werde, werdet ihr dann sehen, ob ihr es in einem Video habt oder nicht. Ich hoffe, euch hat das Let's Play trotzdem irgendwie gefallen, auch dafür, dass ich halt noch sehr unerfahren war im Let's Play. Da es halt einfach mein erstes Let's Play war, was ich jetzt so sagte, ich nehme es mal auf. Und ich kannte das Spiel ja auch schon vorher. Das fand ich jetzt leider nicht so toll. Ich hatte es halt vorher schon gespielt. Ich hoffe, das hat euch jetzt nicht zu sehr gestört, dass ich dann an einigen Stellen vielleicht nicht ganz so überrascht war, wie es vielleicht so hätte sein können. Ich habe aber in meinem damaligen Let's Play teilweise mehr Erinnerungen gefunden, teilweise weniger. Also ich glaube, ich hatte in dem allerersten Land hatte ich alle Erinnerungen und alle Flaschen. Und in dem letzten Land hatte ich auf jeden Fall nicht alle Flaschen, aber dafür halt... Nee, da hatte ich auch weniger Erinnerungen. Also ich habe... Insgesamt habe ich hier wahrscheinlich mehr gesammelt in diesem Durchgang mit Let's Play. Aber ich hatte im ersten Durchgang auch irgendwann mal irgendwo mehr gesammelt gehabt in irgendeinem Level. Ja, aber man kann sich das einfach nicht merken, wenn man es ein ganzes Jahr nicht spielt oder ein, zwei Jahre nicht spielt, dann merkt man sich einfach nicht, wo die ganzen Verstecke sind, da sie auch relativ gut versteckt wurden. Und man nicht immer alles sehr offensichtlich war oder man offensichtlich nicht alles sehen konnte. Ja, was ich als nächstes spielen werde, weiß ich leider nicht. Also ich gucke einfach mal. Ich denke, ich werde Lara Croft zu Ende bringen und dann, denke ich, werden wir uns an Lucius rantrauen. Ansonsten kommt noch der erste Teil, den hatte ich euch mehr oder weniger versprochen, dass ich diesen spiele. Weil, ich denke, er gehört einfach zur Story mit dazu. Die Teile hängen ja an gewissen Stellen hingen sie ja auch zusammen. Wenn man den ersten Teil kannte, konnte man im zweiten alles besser ein bisschen zusammenbringen. Aber der erste war jetzt nicht dringend notwendig. Aber ich finde, er gehört einfach dazu und wenn man ihn kennt, passt das Ganze auch alles ein bisschen besser zusammen. Ja, wir sind jetzt hier bei Special Thanks. Ich denke, das ist da am Ende, weil spezielle Danksagung ist ja eigentlich immer meistens am Ende. Ich denke nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Und wie viele in diesem Spiel mitgewirkt haben, das ist ja unglaublich. Was ich auch ganz cool war, fand, dass einmal dieses Spicy Horse versteckt war, und zwar im dritten Land da. Ich habe nachgelesen im Internet, dafür hätte man, wenn man das auf der PlayStation gespielt hätte, hätte man einen Bonus bekommen. Das weiß ich, das habe ich gesehen. Irgendwo hätte man dafür einen Bonus bekommen. Also kein Bonus, aber so eine Trophäe. Man kriegt ja bei PlayStation immer Trophäen. Ich wusste jetzt, wo er ist. Das hatte ich, glaube ich, in meinem ersten Spieldurchgang auch nicht gesehen. Das fand ich relativ cool. Ja. Also dieser Abspann dauert ja echt ganz schön lange. Ich bin mir auch überhaupt nicht am Überlegen, also ich bin jetzt am Überlegen, den sogar abzubrechen. Weil irgendwie kommt keine Musik mehr und ich möchte ihn eigentlich durchlaufen lassen, weil diese ganzen Leute ja da irgendwie mitgewirkt haben, aber andererseits dauert ja so lange, dass das Video wahrscheinlich sich in die Ewigkeit rausziehen würde. Das sieht jetzt aber... Nein, ich dachte gerade, das sieht nach Ende aus, aber das tut es nicht. Dann lassen wir das Ganze mal. Meine Maus war sogar schon ausgegangen. Na, dann brechen wir den jetzt einfach ab. Ich hatte im Let's Play einmal alle Flaschen gefunden. Und, die würde ich gerne zeigen noch. Déjà-vu-Charaktere, verstörende Vision. Da ist nämlich... Ach, in Kapitel 2 haben wir die auch. Alles klar. Da haben wir wahrscheinlich auch alle Flaschen gesammelt. Dann zeige ich euch einfach noch das, was wir im Let's Play gefunden hatten. Das sind einfach nochmal so, ich sag mal, Bilder. Ich mache die jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Bilder, die einfach so Konzeptzeichnungen oder sowas, die man finden konnte oder bekommen konnte, wenn man alle Flaschen gesammelt hat. Wir hatten die von Kapitel 2 und Kapitel... 6. Nee, 5 ist das, genau. Da haben wir auch den Puppenmacher. Ja. Wie gesagt, das war ein kranker Bastard. Ah, hier haben wir nochmal die Kinder. Die fand ich ja so mega süß irgendwie. Die haben mich halt wirklich an diese Kinder aus dem Irrenhaus ganz am Anfang erinnert. Okay, das wären einfach mal die Bilder. Uns fehlen die von Kapitel 1, 3 und 4.
Und dann hatten wir noch bei Charaktere. Wenn man alle Flaschen gesammelt hat, glaube ich, kriegt man dann alle Charaktere zusammen. Wenn man nicht alle Flaschen hat, dann stehen hier solche Fragezeichen. Ja, die schauen wir uns dann aber auch in diesen ganzen Specials an. Würde ich sagen. Wir haben doch alle Kapitel, das ist ja seltsam. Ich meine, warum haben wir denn von Nummer 1 nicht alles? Uns fehlen von Nummer 1 ganz schön viele. Aber die kriegt man dann wahrscheinlich nur, wenn man alle Flaschen gesammelt hat. Also alle komplett im Spiel. Ja, wie gesagt, das werde ich euch im ganzen anderen, an dem Special-Kram nochmal zeigen. Hier hatten wir jetzt noch die Ansicht, was wir alles gefunden haben. 91 Erinnerungen von 94 finde ich eigentlich relativ, ich sag mal, gut, weil es halt relativ viel ist doch. Vier Schweineschnauze hatten wir nicht und vier Flaschen. Wir haben zwei Radula-Räume verpasst. Auf jeden Fall im Königinland ein. Ja, ich weiß auch jetzt, wo die sind. Aber ich zeig's euch halt, wie gesagt, im Special. So, dann hoffe ich, dass euch das Let's Play einigermaßen gefallen hat und dass ihr auch den nächsten vorbeischaltet. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und bis dahin, ciao.